Hallo Leute! Es ist kein Niam-Niam-Video. Nein, es geht um ein kritisches Thema und zwar die Europäische Zentralbank und auch die Geldwirtschaft unseres Landes plant die Abschaffung aller 1-Euro- und 2-Euro-Münzen. Aufgrund der Unwirtschaftlichkeit, weil die Produktion dieser Münzen den Kaufwert übersteigt. Okay, dazu stellen sich mir zwei Fragen. Warum? Ja, warum übersteigt der Produktionswert die Kaufkraft? Also da stimmt ja schon irgendwas nicht. Und Punkt 2, ist das jetzt der Schritt, uns nach und nach, oh, ich muss aufpassen mit diesem. Ich pfeife. Ist das jetzt der langsame Ausstieg aus dem Bargeld? Ja, weil das kann nicht sein. Da fällt mir noch eine dritte Frage ein. Fangen Grundschüler jetzt auch, weil jetzt ist ja auch gerade diese Rechtschreibdebatte, ja, ob Schüler überhaupt noch Rechtschreibung beherrschen müssen, weil es ja Computerprogramme gibt, die Rechtschreibung für Schüler übernehmen. Nein, wie läuft das mathematisch? Lernen die Schüler dann erst ab 15? Weil ich habe noch gelernt, ab 1 zu zählen, danach kam 2, dann 3, dann 4, dann 5. So, wenn 1 und 2 aber abgeschafft werden, dann haben wir ein Bildungsproblem. Und das haben wir dann irgendwo auch. Ja, der Fachkräftemangel wird in Deutschland ja ganz gezielt produziert, ja, indem man Schülerinnen und Schüler verdummt. Unsere Kinder werden tatsächlich im Unterricht verdummt. Das habe ich bei unserer Tochter in der Grundschule auch miterlebt und ich hatte das große Glück, mit im Vorstand des Fördervereins zu sein. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich die Klappe nicht halte. Ich habe die Klappe so richtig aufgerissen und war dann natürlich der Arsch der Nation. Ja, und nein, da muss ich was ändern. Also von wegen so, ja, schreibt mal so, wie ihr das hört. Und das lernen die bis zum dritten Schuljahr. Und im vierten Schuljahr sollen sie auf einmal korrekt schreiben, weil dann werden die Schulempfehlungen für die weitergehenden Schulungen, für die weitergehenden Schulen ausgesprochen. Leute, das ist ja völliger Bullshit. Also das ist, wer das System erfunden hat, der gehört an eine Wand gestellt und mit einem Kopfschuss getötet. Also ja, das ist jetzt radikal, aber so radikal bin ich, weil es geht hier um die Zukunft unserer Kinder. Ja. Und jeder, der sagt, man darf Kinder bis zum dritten Schuljahr völlig verblöden und erst danach Leistung fordern, sorry, aber da bin ich tatsächlich sehr radikal. Da sage ich, also das sind keine Lehrpersonen, das sind Vollidioten. Ja. Und Vollidioten gab es an der Grundschule in Schweich zuhauf. Ja, die Rektorin sitzt jetzt, das war auch eine der vorab genannten Personen, die hat jetzt eine Position bei der ADD, also bei der Aufsichtsbehörde. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also die Behörde kann man auch in die Tonne treten. Das wird nichts mehr. Das kann nichts mehr werden. Also wer Menschen, die persönlich in ihrem Beruf gescheitert sind, in die nächst höhere Behörde nimmt, der hat seinen Job verfehlt. Ja. Unser Schulsystem muss einfach wieder konsequenter werden. Ganz konsequent. Juh, das waren jetzt wieder knapp 5 Minuten. Ich habe jetzt wieder mal so ein bisschen was aus dem Leben erzählt und schaut euch das Video an. Demnächst gibt es aber wieder Niam Niam Niam. Das verspreche ich euch, weil ich habe ganz viele Sachen, die ich testen will. Hey,
Bis dann. Ciao, ciao.